Glück auf! Ich wollte heute einfach mal ein paar Worte über diesen Kanal hier verlieren. Immerhin gibt es den ja jetzt schon 2 Jahre und ja, einfach mal so ein bisschen erklären, wieso, weshalb, warum gibt es denn überhaupt. Und genau, also dem vorauszuschicken ist vielleicht, das ist ja ein reines Hobbyprojekt, was ich irgendwo mal einsortieren muss zwischen Familie, Arbeit und Ehrenamt, und könnte sicherlich manches besser sein, manches perfekter sein, aber es ist halt so, wie es ist. Genau, es ist ein Hobbyprojekt. Ich habe da eigentlich keine großen Ambitionen, dass da irgendwas draus entstehen soll. Und da könnte man natürlich fragen, warum gibt's das überhaupt? Braucht's den Kanal? Den braucht's sicherlich nicht. Den gibt's, weil im Bekanntenkreis immer einige Leute mich gefragt haben oder gesagt haben, hey, deine Bilder sind schön. Schade, dass man die nur so kurz im WhatsApp-Status sieht. Und habe halt dann einfach nach einer Plattform gesucht, wo man die Bilder ja zeigen kann, veröffentlichen kann. Und da fiel dann ganz schnell eigentlich die Auswahl auf YouTube, weil einfach da jeder drauf Zugriff hat, ohne dass er sich irgendwo anmelden muss. So ist einfach die Entstehungsgeschichte. Genau. Ja, was ist meine Motivation? Einfach, dass halt Leute die Bilder sehen, sich drüber freuen, sich freuen über die wunderschöne Natur und vielleicht noch ein Stück Entspannung haben, mal 3 Minuten durchatmen können. Genau. Und da sind wir eigentlich auch schon bei einem wichtigen Thema, dem Thema Zeit. Gute Bilder zu machen braucht Zeit. Und ich denke, Bilder anzuschauen, auf sich wirken zu lassen, braucht auch Zeit. Und Zeit ist eigentlich das, was wir zur Zeit ja eigentlich nicht haben. Und eher so der Trend ist, ganz viele Informationen in immer kürzerer Zeit in unsere Köpfe reinzupulvern. Und man ist manchmal versucht, selber die Bildfolgen immer schneller zu machen. Und ich will mich eigentlich bewusst gegen diesen Trend stellen und den Bildern auch ein Stück Zeit geben, wirken zu lassen. Ja, und freue mich, wenn es da Leute gibt, die da Gefallen dran haben. Während ich rede, seht ihr schon einige Bilder, praktisch die Highlight-Bilder vom letzten Jahr aus dem Großraum Erzgebirge, meiner Heimat. Und dort soll es eigentlich hauptsächlich auch hier um den Kanal gehen, einfach die schönen Dinge direkt vor der Haustür zu entdecken, wahrzunehmen und sich drüber zu freuen. Das ist quasi schon eigentlich alles, die Motivation hinter diesem Kanal. Und wenn es den einen oder anderen eine Freude macht, dann freue ich mich. Genau, bis dahin, bleibt fröhlich.